Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, beziehungsweise eigentlich zu unserem neuen Video, denn ich habe den Yannick hier dabei. Ich habe jetzt schon ein paar Videos aufgenommen und ich hatte eigentlich auch total Spaß damit, aber irgendwie kam es mir doch so vor, dass es irgendwann ein bisschen monoton geworden wäre für euch, für mich, immer nur meine Stimme zu hören. Deswegen wird Yannick jetzt versuchen, das Ganze mal so ein bisschen anzumoderieren. Ich habe große Hoffnung und ich hoffe, euch gefällt es auch und genau, deswegen geht es jetzt los mit dem ersten gemeinsamen Video. Was ist unser Thema für heute? Das sagst du mir. Okay, das Thema für heute ist Unpopular Bookish Opinions. Das heißt, es geht um Meinungen, die eigentlich so ein bisschen gegen den Strom gehen und meine, beziehungsweise manchmal vielleicht auch Yannicks Meinung dazu. Genau, deswegen fangen wir doch gleich mal an. Falls ihr euch wundert, wo wir diese Meinung her haben, ich habe auf Instagram mal eine Umfrage gemacht oder halt so einen Fragesticker und da sind ganz viele Sachen rausgekommen und jetzt schauen wir doch mal, was da alles so dabei ist. Yannick, das ist dein Einsatz. Jetzt fange ich einfach an, ne? Genau, ja. Also, das erste, was da kommt, ist Pregnancy Trope wird überbewertet. Aber vielleicht willst du erstmal erklären, was Trope ist, weil ich weiß es nicht. Okay, was ist ein Trope? Ich weiß gar nicht, wie man es genau jetzt offiziell erklärt, aber Trope ist eigentlich so die Unterkategorie, würde ich jetzt mal sagen, von der Geschichte. Also es gibt so die typischen Tropes im Romance-Bereich sind Enemies to Lovers oder Friends to Lovers, also einfach so die Kerngeschichte. Also Friends to Lovers ist jetzt zum Beispiel, wenn es Freunde sind, die dann zusammenkommen, Enemies to Lovers, dann halt, ja, Feinde, genau. Also Trope ist so der... Und Pregnancy Trope ist einfach, wenn jemand schwanger ist. Ja, genau. Okay. Ich muss jetzt auch gerade sagen, ich wusste nicht, dass das eine, dass es das als Trope überhaupt gibt. Ich glaube, ich habe auch tatsächlich kein Buch mit dem Trope. Deswegen kann ich da gar nichts zu sagen. Wobei, ich glaube, ich finde es eigentlich ganz süß. Okay. Ja, und du? Was denkst du so? Ich habe noch nie so ein Buch gelesen. Würdest du gerne eins lesen? Nö. Nee. Ist dir egal, okay. Yeah. Okay, nächste Meinung. Ich mag Taschenbücher lieber als Hardcover. Oh, das kann ich tatsächlich gar nicht nachvollziehen. Da gehe ich tatsächlich voll mit dem Strom, denn ich zeige euch mal was. Kleinen Moment. Das ist denn eins meiner Stromexemplare? Das hier ist so ein Grund, ich hoffe man sieht, warum ich Taschenbücher hasse. Ich schaffe es jetzt auch nochmal. Ich finde, es gibt nichts so Schlimmes wie Leserillen. Mir tut das richtig weh. Und bei Hardcovern hat man das einfach nicht. Deswegen mag ich Hardcover tatsächlich viel lieber. Ich finde, die liegen auch viel schöner. Also klar, ah nee, ich kenne das nicht. Hier geht's jetzt. Taschenbuch ist auch viel besser. Wieso? Ob du jetzt Leserillen hast oder nicht, ist so egal. Und dann kann das kann man viel besser transportieren und dann ist es keine Angst haben, dass es überhaupt kaputt geht. Und es ist billiger. Aber ja, der Preis ist ein Punkt, das stimmt, aber also mir sind Leserillen nicht egal, deswegen ich mag Hardcover tatsächlich viel lieber. Mhm. Okay. Aber wer auch immer das geschrieben hat, ist nicht allein mit seiner Meinung. Yannick steht da scheinbar auch voll dahinter. Okay, ich räume das Buch weg, dann machen wir weiter. Okay. Jetzt habe ich ein sehr gutes. Okay. Mir ist es auch total egal. Okay. Nämlich Farbschnitte. Boah. Ich habe letztens mal gezählt, es waren irgendwie über 80 Farbschnitte, die ich habe. Ich glaube, mittlerweile sind es sicher 100 und ich finde es auch krass, weil wenn ich die Videos drehe, so meinen Lesemonat oder meine Neuzugänge, finde ich es auch immer wieder heftig, so das Verhältnis zwischen Neuzugängen, die Farbschnitt haben und welche, die keinen Farbschnitt haben. Ich glaube, du merkst es auch, es sind immer mehr mit Farbschnitt. Eigentlich alle, oder? Es gibt doch, es gibt ab und zu schon noch so. Eigentlich sehe ich das schon so, dass sie überbewertet sind. So, ne? Ich würde jetzt auch nicht mehr Geld dafür zahlen. Aber wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen dem Buch mit Farbschnitt und ohne Farbschnitt und sie gleich viel kosten, warum soll ich denn nicht den Farbschnitt nehmen? Ja. Also, aber du siehst ja das Buch, also den Farbschnitt eh nicht, oder? Wenn du es aufgeschlagen hast, siehst du es nicht. Wenn du es im Bücherregal stehen hast, siehst du es nicht. Das stimmt jetzt aktuell, aber ich hatte mein Bücherregal ja auch mal so, dass hier komplett alles andersrum war mit Farbschnittbüchern. Vielleicht komme ich auch mal wieder um, dann sieht man sie mal wieder. Aber das ist so ein Instagram-Ding, ne? Das weiß ich nicht. Ich bin ja in der Instagram-Bubble oder halt auf YouTube. Und also ich weiß nicht, wie das ist, wenn man nicht so in dieser Bubble unterwegs ist. Aber oh, ich finde den Punkt schwierig, weil ja, eigentlich sind Farbschnitte überbewertet. Und ich muss auch sagen, ich finde es auch eigentlich schade, dass Bücher ohne Farbschnitt viel weniger Aufmerksamkeit bekommen. Mhm.
aber ich mag sie schon gerne. Machen wir lieber weiter, bevor es hier unangenehm wird. Ja. Okay. Ich glaube, darüber haben wir uns auch schon mal unterhalten, nämlich mitten im Kapitel und mitten auf der Seite aufzuhören, zu lesen. Oh, das kann ich ja gar nicht. Also ich lese fertig. Ich schlafe auch nicht ein während dem Schlafen, während dem Lesen. Ich schon. Nach 5 Minuten. Janik ist ja so der Typ Mensch, der liest immer abends und dann fängt er ein und ich muss dann immer so sein E-Book wegmachen. Der schläft auch mit Hörbuch ein, der schläft mit allem ein. Ich kann das gar nicht. Also entweder ich bin wach und ich lese oder ich bin so weit zu sagen, okay, ich lege das Buch jetzt wirklich weg und schlafe. Es gibt ganz selten Situationen, wo ich es mache. Also zum Beispiel, wenn ich beim Arzt bin im Wartezimmer und lese und ich werde aufgerufen, dann lege ich es natürlich zur Seite. Dann wäre es ein bisschen doof zu sagen, Moment mal kurz, aber sonst kann ich das tatsächlich gar nicht. Aber kannst du das auch untertags oder ist das eher so versehentlich abends? Das kann ich auch untertags. Wenn ich halt keine Lust mehr habe, dann höre ich halt auf zu lesen. Dann lese ich vielleicht maximal noch die Seite fertig, aber auf jeden Fall nicht das Kapitel. Wobei ich glaube, du liest doch einfach Bücher mit längeren Kapiteln, ne? So. Ja. Ich meine, bei dir gehen ja Kapitel manchmal wie 30 Seiten, dann verstehe ich es eher. Ja, okay. Okay. Dann das nächste, da musst du vielleicht noch erklären, wer das ist. Ich kenne den Autor nicht, nämlich Colleen Hoover. Ah, oh, okay. Und die ist overrated. Okay. Colleen Hoover, wo habe ich die Bücher? Hier ist ein Colleen Hoover Buch. Das ist zum Beispiel ein Buch von Colleen Hoover. Ich kann mal gucken, ob hier... Ja, guck mal, hier sieht man das. Hier sieht man es, wahrscheinlich sieht man es auf dem Video nicht. Aber Colleen Hoover ist, glaube ich, sollte den meisten im Begriff sein. Und sie ist overrated. Boah, sehe ich ganz schwierig. Wir gehen doch jetzt bald ins Kino. Mhm. In nur noch ein einziges Mal. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Und das ist auch von ihr. Okay. Ja. Bin ich mal gespannt. Ich kann sie aber das Buch davor noch lesen. Nächste Woche. Oh, wer weiß. Ich verstehe es an manchen Punkten, weil ich finde, es gibt ein paar Bücher von ihr, wie Layla, das fand ich auch nicht so gut. Da ging es um den Geist. So, ganz komisch. Aber ich finde ihre Bücher eigentlich schon extrem gut. Aber ich weiß, dass viele auch sagen, dass sie nicht gut finden, was für Themen von ihr behandelt werden. In Nur noch ein einziges Mal geht es ja um häusliche Gewalt zum Beispiel. Ich persönlich fand es genau deswegen so gut, weil man sich dann auch so in eine Person reinversetzen kann, die mit häuslicher Gewalt zu kämpfen hat, weil sonst sagt man ja immer so, wie kann es sein, dass sowas passiert? Mhm. Guck nicht so uninteressiert. Normalerweise fragt man sich einmal, wie kann es sein, dass sowas passiert? Wieso geht man denn nicht einfach? Wieso macht man nicht Schluss? Und ich finde, das ist da super gut beschrieben. Und ich mag die Autorin schon richtig gerne. Also ne, die Meinung kann ich tatsächlich gar nicht haben. Okay. Gar nicht. Ich kann dazu nichts sagen. Wir können ja mal gucken, wie es danach ist, nach dem Kino. Vielleicht hast du dann eher eine Meinung zu ihren Geschichten. Mhm. Vielleicht findest du einen Film auch so gut, dass du dann ihre Bücher lesen willst. Man weiß nicht. Ich glaube nicht. Hoffnung ist da. Ja. Okay, hast du Herr der Ringe gelesen? Nee. Okay. Ich finde es auch overrated. Das ist die nächste Meinung? Ja. Okay, hast du es komplett gelesen? Ja. Wie viele Bücher gibt es denn da? Ich muss jetzt rausschneiden, aber ich glaube nur eins. Echt? Ja. Soll ich mal kurz googeln? Ich dachte, da gibt es viel mehr. Nee. Herr der Ringe hat 6 Bücher. Hm. Doch, so steht hier. Der Herr der Ringe ist in 6 Bücher untergliedert und besitzt einige Anhänge. Okay, da habe ich nur das erste gelesen. Und das war scheiße. Okay, aber ich glaube, du warst doch ein Hobbit-Fan, oder? Oder war das nur bei den Filmen, dass du Herr der Ringe... Bei den Filmen. Und Hobbit hast du dann nicht gelesen? Oder fandest du auch scheiße? Nee, fand ich auch nicht so gut. Okay. Ja, aber ich konnte mit beidem nicht wirklich viel anfangen. Aber ich muss sagen, es ist auch so eine Geschichte, da reizt es mich irgendwie gar nicht, das zu lesen. Hm. Okay, weiter geht's. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Herr der Ringe fandet, wenn ihr es gelesen habt. Hier ist und vergesst nicht das Abo und den Daumen nach oben. Ihr seht, hier ist ein richtiger YouTube-Experte am Werk. Denn während ich versuche, hier für YouTube-Content zu machen, ist ja nicht der größte YouTube-Schauer, den es gibt. Deswegen, ja. Mhm. Okay, weiter geht's. Ich kann den Riesenhype um die After-Reihe absolut nicht verstehen. Das kann ich auch verstehen. Auch oder nichts. Haben wir da nicht mal einen Film gesehen? Doch, ich glaube, den haben wir mal angeschaut mit Patrick, der so ganz schlecht war, wo die mal im See dann baden waren.
Das ist so Richtung Dark Romance. Sehr toxisch. Okay. Wir haben es angeschaut. Aber er ist in dem Fall nicht erinnert. Vielleicht bin ich eingeschlafen. Ja. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe die Bücher tatsächlich nicht gelesen. Nee. Ich muss sagen, ich bin kein Fan von Dark Romance. Ich mochte auch schon 50 Shades of Grey nicht. Da habe ich es nicht sehr weit geschafft, nicht mal das erste Buch. Dementsprechend habe ich die Alpha-Reihe auch nie gelesen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie überbewertet ist, weil ich mag Dark Romance einfach nicht. Und allein schon das Buch, der Film war schon... Nee, also ich glaube, da kann ich mitgehen. Und was sagst du zu den Schattenjäger-Chroniken? Sagt dir nichts? Sagt mir nichts. Warte, lass mich mal kurz googeln. Ah, witzig. Ich glaube, da habe ich sogar eins. Nee, das sind die hier. Das ist eine Trilogie. Ich glaube, da hatte ich mal eins. Habe es nie gelesen, habe es wieder aussortiert. Cassandra Clare ist ja insgesamt so eine... Ich zeig dir das mal, so sehen die aus. Das ist Fantasy. Nein. Die Autorin ist ja, glaube ich, insgesamt ziemlich beliebt. Ich guck mal, ob das die ist, wo ich meine. Ich habe sogar hier irgendwo ein Buch von ihr stehen, warte. Das Buch habe ich von Cassandra Clare, das habe ich aber noch nicht gelesen. Und hier, das habe ich, habe sie aber noch nicht gelesen. Ich kenne auch sonst nichts von ihren Büchern tatsächlich, aber ich weiß, dass die ziemlich gehypt sind. Aber kann ich leider nichts zu sagen. Okay. Außer, dass ich dieses hübsche Buch habe und es hat einen Farbschnitt. Aber da wären wir wieder beim Thema. Lass uns lieber weitermachen. Okay, jetzt bezieht sich das nicht auf Bücher. Das ist vielleicht auch das Letzte jetzt, weil es gibt nicht mehr so viele, wo es sich lohnt. Ah, okay. Wer entscheidet, was sich lohnt? Warum? Okay, du als YouTube-Konsument entscheidest das jetzt auch. Okay, gut, dann... Es geht zwar nicht um Bücher, sondern um Hörbücher und da mag die eine Marke halt nicht, wenn dann der Sprecher wechselt. Es kommt jetzt darauf an, ob es innerhalb von einem Hörbuch ist. Also wenn ich jetzt zwei Charaktere habe, dass die von zwei Personen gesprochen werden. Oder dass es darum geht, wenn es halt mehrere Teile sind und da der Hörbuchsprecher wechselt. Also wenn das erste Hörbuch... Ich verstehe es so, wenn im Hörbuch der Sprecher wechselt. Also im gleichen Teil. Verschiedene Protagonisten mit verschiedenen Stimmen. Das kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen. Ich mag es nämlich total gerne, weil ich finde, du hast da eine klarere Trennung. Weil ich finde beim Hörbuch, also wenn jetzt oft die Sicht von ihm und von ihr da ist, und ich finde beim Hörbuch hören ist man einfach manchmal nicht ganz bei der Sache. Und dadurch weiß man immer gleich, in welcher Sicht man ist. Man ist viel weniger verwirrt, finde ich. Ja. Und du, wie findest du das? Also bei Blackout war es auch nicht schlecht. Ja, das war ja ein Hörspiel. Ein Hörspiel, ja, das ist noch was anderes. Aber ich finde es eigentlich auch nicht schlecht, wenn der Protagonist, wenn der Sprecher wechselt. Genau. Wobei ich muss sagen, ich habe gerade auch eine Hörbuchreihe, da ist trotzdem auch männlicher und weiblicher Charakter, aber da ist die Sprecherin so gut, dass du immer trotzdem weißt, wer gerade dran ist. Okay. Also wenn es so ist, finde ich es schon auch richtig gut. Ja. Okay, jetzt mal durch. Mehr Spannendes gab es jetzt nicht. Nee. Bist du sicher? Ich bin zu 100% sicher. Okay, lass mich nochmal drüber schauen, ob du hier gute Entscheidungen getroffen hast. Hallo? Zu viel Spice ist manchmal nur Seitenfüller. Warum ist das nicht gut? Wie stehst du dazu? Dir ist es auch zu viel, gell? Also man muss sagen, wir haben Fourth Wing und Iron Flame zusammen als Hörbücher gehört. Und man muss sagen, Yannick war überraschenderweise eigentlich sehr angetan von den Büchern, so von der Geschichte, oder? Mhm. Von Yannicks Verhältnis, das ist ein krasses Lob. Also willkommen in meinem Leben, weil das ist größtes Lob. Aber es war teilweise schon richtig unangenehm. Also gerade bei Iron Flame, da wurde es dann schon zu viel, gell? Es war halt nervig, weil die Geschichte nicht vorwärts gegangen ist. Also es war ein Seitenfüller tatsächlich. Ja, okay. Das sehe ich nämlich tatsächlich auch so. Ich bin auch mittlerweile ein Mensch, der sehr gerne solche Szenen überspringt. Kann ich voll nachvollziehen. Du hast ja so viel rausgelassen. Ja. Schwangerschaften am Ende des Buches sind übertrieben. Wie stehst du dazu? Das ist doch das Gleiche wie das andere. Nee. Pregnancy Trope ist ja eigentlich... Trope würde ich sagen, ist, dass ein Hauptteil der Geschichte darum geht, dass sie schwanger ist. Und Schwangerschaften am Ende sind für mich so dieses... typisch amerikanische Ende, dass es ganz schwierig läuft und dann hast du irgendwie noch so einen Epilog 3 Monate später und dann sind sie glücklich und sie kriegt ein Kind. Okay. Das finde ich einen Unterschied. Ich glaube, ich lese zu wenig solche Bücher. Ja, es wird Zeit, siehst du. Okay, finde ich es übertrieben. Ich finde es echt unnötig, aber ich glaube, ich habe es auch selten gehabt. Ich finde Piper Rain, also das Autorenduo macht das manchmal,
dass irgendwie plötzlich nochmal so ein Epilog da ist oder halt am Ende es wirklich so übertrieben Friede, Freude, Eierkuchen ist. Manchmal wird es tatsächlich ein bisschen too much. Also ja, ich glaube, da kann ich mitgehen. Friends to Lovers ist viel zu underrated. Du hast es keine Lust auf die ganzen Romance-Dinger, ich sehe es ja, schon, gell? Das ist das buntes Cover und fertig. Das nimmst du jetzt zurück. Das muss ich ja sonst rausschneiden. Das war jetzt ein Witz. Sagst du jetzt hier bitte. Das war ein Witz. Okay, gut. Okay, ihr seht, mit was ich hier zu tun habe. Friends to Lovers mag ich tatsächlich gar nicht. Also ich finde nicht, dass es underrated ist. Ich finde, dass es ganz gut, wo es ist, weil ich mag Friends to Lovers in den meisten Fällen nicht so gerne. Ich mag Enemies to Lovers oder Haters to Lovers oder auch Strangers to Lovers viel mehr. Ja. Was würdest du lieber lesen? Zwei, die sich nicht mögen und sich dann verlieben oder zwei, die sich die befreundet sind und sich verlieben? Sag jetzt nicht egal. Ich glaube eher zwei, die sich nicht mögen. Okay, wieso? Ich glaube halt, dass der Spannungsbogen ein bisschen. Finde ich auch. Passt. Ich finde auch, die Dialoge sind da tatsächlich meistens witziger, wenn die sich einfach noch so ein bisschen angreifen. Hier habe ich noch ein voll gutes. Ein zerfleddertes Buch mit zig Leserillen wurde oft gelesen und sehr geliebt. Ui, das hatten wir ja vorhin schon mal. Du siehst es schon auch so, gell? Dass ein Buch Leserillen haben darf und... Ja. Also ich habe auch eine Freundin, die sagt immer, sie hat es total gerne, wenn sie im Sommerurlaub ist und ein Buch mit an den Strand nimmt und es danach so voll zerfleddert ist und die Seiten so leicht wellig und überall zwischen den Seiten Sand hängt. Okay. Das wäre dir auch zu viel, oder? Das wäre mir zu viel. Okay. Würde ich es auch nie wieder lesen, das Buch. Ja, du bist da schon ein bisschen pingelig, gell? Ja. Also Leserinnen sind okay, aber Sand, da bist du eh. Ja. Also ich muss sagen, ich mag das gar nicht. Oh, ich muss auch sagen, ich glaube, so ein Spleen, den habe ich tatsächlich erst seit Bookstagram so. Ja, ich habe davor ganz oft auch einfach Bücher aus der Bücherei gelesen. Da hat man das Problem nicht, weil die meisten Bücher sind da schon in so einem Zustand, wo du denkst, wer drauf geschissen, jetzt kannst du es auch wirklich komplett aufklappen. Aber mittlerweile, hier, lese ich Bücher ja wirklich teilweise so, ne? Damit einfach keine Leserille reinkommt. Hm. Weil ich finde, das sieht nicht... Sieht sehr komfortabel und macht Spaß. Ja. Ja. Übrigens, sehr gutes Buch. Nee, aber das muss ich sagen. Also ja, ich verstehe den Grundgedanken, dass wenn man ein Buch, wenn es so zerfleddert ist und so... Ja, aber nein, das kann ich nicht. Kann ich gar nicht. Ich kann aber auch nicht in Bücher reinschreiben oder so. Das geht auch nicht. Markieren, nee, reinschreiben, nee. Machst du auch nicht gern. Nee. Und weißt schon wieso. Das war's, ne? Ja. 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 Die meisten hast du. Jetzt wollen wir ja auch das Video nicht überstrapazieren und deine Geduld hier mit mir, gell? Mhm. Ich fand's sehr gut, weil es war jetzt tatsächlich viel kurzweiliger als alleine. Wie hat's dir Spaß gemacht? Sehr natürlich. Sehr natürlich. Ich hoffe, ihr habt's alle gehört. Sehr viel Spaß. Sehr viel Spaß. Vergesst nicht zu abonnieren und den Daumen nach oben zu machen. Ja. Okay, jetzt nochmal gleichzeitig. Und 1, 2, 3. Okay, genau, gut. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen mit uns beiden. Und wenn es gut klappt, vielleicht dürft ihr Janik dann öfter mal sehen. Denn, wie gesagt, für mich ist es tatsächlich viel kurzweiliger und ich glaube auch, dass es für euch ein bisschen interessanter ist, zwei Stimmen zu haben, wie beim Hörbuch halt. Hm. Gut. Ciao.